Brandenburger Tor heute Mittag. Blumen für die Fokus. Guten Abend, liebe Zuschauer. Die Mauer ist weg. Das hat in der vergangenen Nacht einer an die Berliner Mauer gesprüht. Sie steht zwar noch da, aber welchen Sinn hat sie noch, wenn jeder frei reisen kann? Der 9. November 1989, er wird sich uns ins Gedächtnis eingraben wie der 13. August 1961. Politisch ist es das Ende der Mauer. Freiheit kann auf Dauer nicht eingemauert werden, so kommentierte Bundespräsident von Weizsäcker diesen Tag, der wohl keinen in Deutschland unberührt gelassen hat. In den kommenden 1,5 Stunden wollen wir Ihnen die Bilder dieser Nacht und dieses Tages zeigen. Wir werden zum Brandenburger Tor schalten und im Osten und Westen Berlins live darüber diskutieren, wie es weitergehen kann in Deutschland. Doch zunächst zu Ruprecht Eser, der mit einem Übertragungswagen am Brandenburger Tor steht. Robert Eser, wir haben eben eine Meldung bekommen, dass die ersten Ostberliner schon versucht haben sollen, die Sperranlagen, wie es ja offiziell heißt, zu durchbrechen in der Nähe des Sektorenübergangs Bornholmer Straße. Gibt es da bei Ihnen schon nähere Informationen? Nein, wir haben auch nur gehört, dass Sie offensichtlich einfach rübermarschiert sind. Aber ich finde das auch gar nicht so dramatisch, denn wir haben hier vorhin DDR-Bürger getroffen, die einfach an der Grenze ihren Personalausweis hingehalten haben und damit durchmarschiert sind, haben da zwar auch einen Stempel reingekriegt, aber sind im Prinzip unkontrolliert hier rübergekommen. Also es gibt keine dramatische Zuspitzung im Augenblick an der Mauer? Naja, ich will es nicht dramatisieren, aber es ist hier am Brandenburger Tor schon so, dass eine ganze Reihe junger Leute, und das werden immer mehr, vielleicht können wir das dann im späteren Verlauf der Sendung nochmal zeigen, anfangen zu hämmern und zu klopfen. Und das ist nicht nur ein Sport und das ist sicher nicht ganz ungefährlich, auch wenn die Grenztruppen der DDR drüben sich sichtbar zurückhalten. Die Bilder, die wir am Tage gesehen haben, Ruprecht Eser, die sahen ja aus nach einem Volksfest am Brandenburger Tor. Wie ist denn die Stimmung im Augenblick? Ich habe gesagt, ich bin nicht so ganz sicher, ob es ganz ungefährlich ist, was da oben geschieht. Ansonsten ist hier eine fröhliche, entspannte, wahnsinnige Stimmung, weil also all die, die hier stehen, neben mir stehen zwei Mitbürger aus der DDR. Ich weiß nicht, ob die Zeit ist, dass ich Sie schnell was fragen kann, weil Sie wollen natürlich weg und die können es selber immer noch nicht so richtig glauben. Ja, wenn Sie eine kurze Frage haben, stellen Sie doch gleich, ja. Ja, die Frage ist eigentlich, das ist für mich unvorstellbar, Sie haben gesagt, Sie waren eigentlich auf dem Weg, glaube von Mecklenburg nach Hause und Ihre Frauen warten auf Sie und sehen Sie jetzt wahrscheinlich hier im ZDF. Das kann möglich sein, ja. Wir haben eine dreiwöchige Kur hinter uns und sind dann auf der Rücktour über West-Berlin, wollen wir nach Hause fahren. Wir werden aber wahrscheinlich noch hier bleiben, weil wir jemanden Bekannten noch getroffen haben, wo wir eben übernachten können und fahren dann morgen wieder nach Hause. Und an der Grenze hat Ihnen noch keiner gesagt, dass Sie heute Abend zurückfahren müssen? Nein. Also wir haben uns, wie gesagt, ganz spontan heute entschlossen, auf der Rückfahrt nach Hause den kürzesten Weg über West-Berlin zu nehmen. Und wir hatten keinerlei Probleme. Das ist auch nicht zu fassen. Was hätten Sie denn gestern gesagt, wenn jemand Ihnen gesagt hätte, morgen seid ihr in West-Berlin und könnt hinterher wieder zurückfahren und vielleicht dann auch wieder nach West-Berlin fahren, wann ihr wollt? Wir haben heute Morgen das Fernsehen angehabt und haben das gesehen, dass eben die Grenze offen ist. Wir haben dann immer im Radio, im Auto, immer die neuesten Meldungen gehört und haben uns dann einfach entschlossen, hierher zu fahren. Ich wünsche Ihnen noch schöne Stunden und gute Rückreise. Und Klaus-Peter Siegloch, ich glaube, wir sollen gleich wieder nach Mainz ziehen, zurückgeben. Ja, vielen Dank erstmal Ruprecht Eser. Wir werden ja später noch einmal zum Brandenburger Tor zurückschalten. Und dann hoffen wir auch, dass Ruprecht Eser einige Gäste aus der Politik hat, mit denen wir dann gemeinsam diese atemberaubende Entwicklung diskutieren können. Gast hier bei uns im Studio in Mainz ist der Mann, der schon vor 2 Wochen das vorhergesagt hat, was heute eingetreten ist. Brandenburger Tor heute Mittag.
Blumen für die Fokus. Guten Abend, liebe Zuschauer. Die Mauer ist weg. Das hat in der vergangenen Nacht einer an die Berliner Mauer gesprüht. Sie steht zwar noch da, aber welchen Sinn hat sie noch, wenn jeder frei reisen kann? Der 9. November 1989, er wird sich uns ins Gedächtnis eingraben wie der 13. August 1961. Politisch ist es das Ende der Mauer. Freiheit kann auf Dauer nicht eingemauert werden, so kommentierte Bundespräsident von Weizsäcker diesen Tag, der wohl keinen in Deutschland unberührt gelassen hat. In den kommenden 1,5 Stunden wollen wir Ihnen die Bilder dieser Nacht und dieses Tages zeigen. Wir werden zum Brandenburger Tor schalten und im Osten und Westen Berlins live darüber diskutieren, wie es weitergehen kann in Deutschland. Doch zunächst zu Ruprecht Eser, der mit einem Übertragungswagen am Brandenburger Tor steht. Robert Eser, wir haben eben eine Meldung bekommen, dass die ersten Ostberliner schon versucht haben sollen, die Sperranlagen, wie es ja offiziell heißt, zu durchbrechen in der Nähe des Sektorenübergangs Bornholmer Straße. Gibt es da bei Ihnen schon nähere Informationen? Nein, wir haben auch nur gehört, dass Sie offensichtlich einfach rübermarschiert sind. Aber ich finde das auch gar nicht so dramatisch, denn wir haben hier vorhin DDR-Bürger getroffen, die einfach an der Grenze ihren Personalausweis hingehalten haben und damit durchmarschiert sind, haben da zwar auch einen Stempel reingekriegt, aber sind im Prinzip unkontrolliert hier rübergekommen. Also es gibt keine dramatische Zuspitzung im Augenblick an der Mauer? Naja, ich will es nicht dramatisieren, aber es ist hier am Brandenburger Tor schon so, dass eine ganze Reihe junger Leute, und das werden immer mehr, vielleicht können wir das dann im späteren Verlauf der Sendung nochmal zeigen, anfangen zu hämmern und zu klopfen. Und das ist nicht nur ein Sport und das ist sicher nicht ganz ungefährlich, auch wenn die Grenztruppen der DDR drüben sich sichtbar zurückhalten. Die Bilder, die wir am Tage gesehen haben, Ruprecht Eser, die sahen ja aus nach einem Volksfest am Brandenburger Tor. Wie ist denn die Stimmung im Augenblick? Ich habe gesagt, ich bin nicht so ganz sicher, ob es ganz ungefährlich ist, was da oben geschieht. Ansonsten ist hier eine fröhliche, entspannte, wahnsinnige Stimmung, weil also all die, die hier stehen, neben mir stehen zwei Mitbürger aus der DDR. Ich weiß nicht, ob die Zeit ist, dass ich sie schnell was fragen kann, weil sie wollen natürlich weg und die können selber immer noch nicht so richtig glauben. Ja, wenn Sie eine kurze Frage haben, stellen Sie doch gleich, ja. Ja, die Frage ist eigentlich, das ist für mich unvorstellbar, Sie haben gesagt, Sie waren eigentlich auf dem Weg, ich glaube, von Mecklenburg nach Hause und Ihre Frauen warten auf Sie und sehen Sie jetzt wahrscheinlich hier im ZDF. Kann möglich sein, ja. Wir haben eine dreiwöchige Kur hinter uns und sind dann auf der Rücktour über West-Berlin, wollen wir nach Hause fahren. Wir werden aber wahrscheinlich noch hier bleiben, weil wir jemanden Bekannten noch getroffen haben, wo wir eben übernachten können und fahren dann morgen wieder nach Hause. Und an der Grenze hat Ihnen noch keiner gesagt, dass Sie heute Abend zurückfahren müssen? Nein. Also wir haben uns, wie gesagt, ganz spontan heute entschlossen, auf der Rückfahrt nach Hause den kürzesten Weg über West-Berlin zu nehmen. Und wir hatten keinerlei Probleme. Das ist auch nicht zu fassen. Was hätten Sie denn gestern gesagt, wenn jemand Ihnen gesagt hätte, morgen seid ihr in West-Berlin und könnt hinterher wieder zurückfahren und vielleicht dann auch wieder nach West-Berlin fahren, wann ihr wollt? Das hätte ich nicht verstanden. Wir haben heute Morgen das Fernsehen angehabt und haben das gesehen, dass eben die Grenze offen ist. Wir haben dann immer im Radio, im Auto, immer die neuesten Meldungen gehört und haben uns dann einfach entschlossen, hierher zu fahren. Ich wünsche Ihnen noch schöne Stunden und gute Rückreise. Und Klaus-Peter Siegloch, ich glaube, wir sollen gleich wieder nach Mainz ziehen, zurückgeben. Gestern Abend um 19 Uhr hatte das SED-Politbüro-Mitglied Schabowski es verkündet. Die DDR-Bürger können praktisch frei in den Westen ausreisen. Visa werden sofort erteilt. Und schon strömten die ersten Ostberliner gen Westen. Eine Reportage meiner Kollegen in Ost- und West-Berlin über diese Nacht, die in Berlin so leicht keiner vergessen wird. Andrang bei der Polizeimeldestelle Prenzlauer Berg heute früh. Um 6 waren die ersten gekommen. Rasch war die Schlange auf etwa 2000 angewachsen. Die Meldestelle erteilt Visa für Westreisende. Sie werden in den Personalausweis eingelegt und haben ein halbes Jahr Gültigkeit.
Obwohl alle wenig geschlafen haben, sind sie geradezu ausgelassen. Nirgendwo der sonst in Ost-Berlin übliche grimmige auf dem Weg zur Arbeit Blick. Hier herrscht Freude und Ausgelassenheit. Ich wollte sagen, also bei uns zu Hause, wir waren total happy, als wir das gehört haben. Das ist ein Wahnsinn gewesen, das war total stark. Ich warte auf meinen Mann, dass er von Arbeit kommt und dann fahren wir nach Wolfenbüttel zu unseren Bekannten. Also ich möchte zum Beispiel nach Westdeutschland. Ich möchte mir zum Beispiel kleine Dörfer angucken. West-Berlin interessiert mich nicht so sehr, obwohl ich da auch hinfahre. Aber für mich ist wichtig, dass ich weiß, ich bin frei. Ich kann hinfahren, wohin ich möchte und das ist das Größte auf der ganzen Welt. Das Schönste, das genau. Wunderbarste. Genau, so ist es. Ich möchte einmal den Rhein sehen. Ja, das, mehr will ich gar nicht. Ich möchte einmal Westdeutschland sehen, dann Deutschland sehen und dann gehe ich wieder nach Hause. Warum nicht? Nicht nur die Alpen, ja. Einfach schlendern gehen. Wirklich, nur schlendern gehen, in die Geschäfte gucken, was da so gibt und Vergleiche ziehen und dann wieder nach Hause. Wir wollen ja nicht drüben bleiben, wir wollen wieder nach Hause hierher. Und glauben Sie, dass das wieder zurückgeschraubt wird irgendwie, oder? Naja, man will es nicht hoffen, ja, dass es die Verfügung eben so bleibt jetzt erstmal. Na, meiner Meinung nach können sie nicht mehr zurück. Das geht nicht mehr. Gesagt ist gesagt. Ja? Also das wäre ja totaler Hohn, wenn die jetzt wieder alles zurücknehmen würden. Ne? So wollen wir dabei bleiben. Wa? Schlangen auch für Passbilder. Denn viele wollen sich jetzt ihren eigenen Reisepass holen. Und so sah es am Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße vergangene Nacht aus. Festtagsstimmung, Ausgelassenheit. Ganz toll, super. Schön, wir sind. Nein, abbrechen bitte! Wir wollen, wie gesagt, nur besuchen und wieder zurück. Dabei sein, Foto machen, Sack gucken, knallen lassen und zurück. Und dann wieder zurück. Also wer jetzt schläft, der ist tot. Also ist meine Meinung. Und ich wollte da schon immer hin, auf die andere Seite, auf der anderen Seite vom Brandenburger Tor stehen. Und ich glaube, dieser Traum wird heute wahr. Also eine Überraschung ersten Grades, kann man wirklich sagen. Wir haben alle gehofft, dass es eventuell eine Annäherung gibt und sie ist da und wir sind sehr glücklich darüber. Einfach erstmal über den Kuhdamm, einfach bloß erstmal gucken und dann wieder zurück. Und was ist morgen früh mit der Arbeit? Müssen wir arbeiten, aber das haben wir uns nicht nehmen lassen. Wir sind los aus Frankfurt, volles durch. Hallo, wir grüßen alle, die da geblieben sind. Und während die einen noch in den Westen hinüberfahren, kommen die anderen schon wieder zurück. Sie kommen zurück, wie war's denn? Boah, wunderbar, altklasse gewesen. Ne? Wenn es so bleibt, ist es gut. Wa? Wir waren auf dem Kurfürstendamm, wir wurden ganz herzlich empfangen. Hier drüben mit Sekt. Wir wurden mit Sekt empfangen und ein Taxifahrer hat sich gleich uns angeboten, hat uns Berlin gezeigt, Kurfürstendamm, in Café Joe. Dort wurde uns kostenlos ein Bier spendiert, ist wirklich unwahrscheinlich herzlich empfangen. Ja, es war schön. Wir haben einen Kaffee getrunken und haben viele Leute von uns getroffen. Und es war ein ganz angenehmes, unkompliziertes Erlebnis. Also es wäre schön, wenn es noch überhaupt, wenn solche Regelungen so bestehen könnte. Ja? Glauben Sie, dass es so weitergeht? Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass es so weitergeht. Also ich sehe eigentlich keinen Grund, dass es sich wieder ändern sollte. Weil viele, die jetzt drüben gewesen sind mit uns, kommen ja auch wieder zurück. Und wenn wir die Möglichkeit haben, öfters rüber zu fahren, also ich empfinde es als normal. Nach 28 Jahren einfach schön, nicht mal wieder über die Grenze zu kommen und das ist einfach toll. Meinen Sie, dass das was bringt gegen die Flüchtlingswelle? Ach ja, mit Sicherheit doch. Also wissen Sie, ich habe eine Gaststätte hier in Ost-Berlin und ich höre jeden Tag, also es will ja keiner, wenn man frei hin und her kann, dann bleibt wohl jeder zu Hause. Die deutsche Frage, so Richard von Weizsäcker, ist so lange offen, wie das Brandenburger Tor zu ist. In der Nacht des 10. November 1989 war es nach 28 Jahren zum ersten Mal wieder ein Spalt offen. West-Berlin vor nicht einmal 24 Stunden. Ein Symbol wird erobert. Spontan stürmen erst einige, dann hunderte Berliner die Mauer am Brandenburger Tor. Begeisterung und ein Einsatzleiter, der seinen eigenen Augen nicht trauen mag. Bei der Menschenmasse werde ich mit Sicherheit nichts unternehmen. Wie schätzen Sie die Lage ein? Die Lage einschätzen? Wie ich vorhin gesagt, das ist Geschichte live. Die,
ist unfassbar auch für uns, dass uns die Ereignisse so schnell überrollt haben. Ein Funke springt über. Tausende beteiligen sich. Wasserschläuche der Grenztruppen werden umfunktioniert. Sie machen die Mauer überwindbar. Auftakt zu einem beispiellosen Durchbruch. Ost- und West-Berlin in einer Euphorie. Man mag kaum fassen, was man sieht. Wir können es eigentlich immer noch gar nicht richtig glauben, was hier passiert. Und wir sind ja so tief bewegt gewesen, dass wir aus dem Bett aufgestanden sind und sind wieder hierher gekommen. Der Antrieb ist eigentlich der, ich habe erlebt, wie die Mauer gebaut worden ist. Und wir sehen, wie sie wieder abkommt. Hammer und Meißel. Etwas macht sich Luft, was seit Jahrzehnten verschüttet zu sein schien. Stundenlang ist das Tor offen. Zahllose Berliner zwischen unter den Linden und der Straße des 17. Juni. Und alles ohne Gewalt. Die Grenztruppen schauen tatenlos zu. Augenzeugen auf Westberliner Seite, viele DDR-Bürger. Was geht da in Ihnen vor, wenn Sie jetzt sowas hier sehen? Wahnsinn. Ich kenne es ja nun nicht. Und nur aus dem Fernsehen und ist beeindruckend, mal direkt vor der Mauer zu stehen und vor allem von der anderen Seite. Und vor allem so dicht, man kann es ja praktisch anfassen. Nun kommt es ja alles auf ein Thema zu, Stichwort Wiedervereinigung. Wie denkt man denn in der DDR darüber? Wiedervereinigung wollen wohl die meisten nicht so richtig haben, bin ich der Meinung. Da gibt es ja zu viele Probleme mit der ganzen Sache. Wie spricht man denn unter den Kollegen darüber, über das Thema Wiedervereinigung? Naja. Ist eigentlich das Gleiche wie im Jahr. Also steht es allen bis hierher, aber sonst. Also man will den eigenen Weg gehen. Ja. Im Prinzip wollen wir ja nichts anderes. Wir wollen unsere Arbeit machen, wir wollen ein bisschen verreisen, wollen ein bisschen was sehen und so weiter. Aber nehmen wie jeder andere, weiter nichts. Wa? Hat man denn Vertrauen jetzt in die neue Regierung? Nein. Vertrauen nicht. Man ist skeptisch, weil diese Zugeständnisse, die jetzt gemacht werden, die sind erzwungen worden. Durch die Demonstration, aber das große Volk ist da mal die Masse. Die ganzen Zugeständnisse sind vom Volk erzwungen worden. Ja? Genau. Und deshalb da hat die SED nichts dazugegeben. Und ja? ich muss dazu sagen. Und in 2 Jahren haben wir die Wiedervereinigung. Wir wollen Freizügigkeit, wir wollen leben und wir wollen da drüben eine ökologische Gesellschaft vielleicht bauen, die besser ist als das im Westen. Dass der Flüchtlingsstrom wird in die andere Richtung kommen. Warten wir es ab, 1-2 Jahre. Ich denke schon. Sie sind auch DDR-Bürger? Ich bin DDR-Bürger, ja. Thema Wiedervereinigung? Ist in der Masse, würde ich sagen, kein Thema. Wir haben also darüber diskutiert, auch auf der Arbeitsstelle. Es gibt einige, die sagen, na gut, es könnte wieder zum Thema werden, aber die Masse sagt nein. Es könnte, wie mein Vorredner schon gesagt hat, also eventuell auf eine Konföderation hinauslaufen, aber ich persönlich glaube auch nicht so richtig daran. Und ich vermute auch, dass die Welle, die jetzt vielleicht in Richtung Westen schwappt, dann wieder zurückschwappt zu uns. Doch in dieser Nacht wird Zusammenhalt praktiziert an einem historischen Ort. Grenzen zwischen Ost und West verlieren ihren Sinn. Ein Freiraum, ein völlig neues Gefühl, vor allem für DDR-Bürger. Das ist der Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass in 4 Wochen, dass wir hier mal draufstehen. Hätten wir nie gedacht, das hätten wir heute Mittag noch nicht gedacht. Sicher, aber... Trotzdem bin ich der Meinung, dass diese Leute. Da zieht den Hut. Nicht nur vor den Ungarn, sondern auch. Ich bin der Meinung, nicht vor den Ungarn nur alleine, sondern auch vor denen, die unser Land verlassen haben. Denn die sind diejenigen, die den Anstoß gegeben haben, dass wir hier jetzt draufstehen können. Wenn die Leute das nicht gemacht hätten, ob sie nun zurückkommen oder nicht. Und ich bin der Meinung, wenn wir hin und her fahren können, wie wir es wollen und nicht, wie man uns das vorschreibt, die Hälfte wieder nach Hause. Bin ich auch der Meinung, dass mindestens die Hälfte wieder zurückkommt. Die ganzen Leute hernehmen, die ein Land führen können, so aus dem Nichts stampfen, denn die SED hat 40 Jahre Misswirtschaft gemacht, dann kann man auch kein Land führen und kann auch kein neues Land aufbauen mit so den Leuten. Die Erfahrung haben sie ja nicht gehabt, sonst hätten sie ja nicht so eine Misswirtschaft gemacht. Ich bin der Meinung, man muss ihnen trotzdem eine Chance geben. Und noch ein Dokument, die Räumungsaufforderung der Grenztruppen.
Keiner folgt der Aufforderung und auch die DDR-Staatsgewalt schreitet nicht ein. Ein symbolisches Bild, ein Grenzoffizier. Hilflos weist er in verschiedene Richtungen. Wo es hingehen soll, weiß er nicht. Roter Teppich fürs Volk. Kurz vor Mitternacht am Grenzübergang Bornholmer Straße. Trabis im Härtetest des Freudentaumels. Und als fahrbarer Untersatz für unseren Kameramann. Ungeahntes wird möglich in dieser Nacht. Wir passieren mit Berlinern aus Ost und West die Grenze hinüber und herüber. Nirgends Kontrollen, nur Begeisterung. Tausende aus dem Westteil der Stadt stehen Spalier für Zehntausende aus dem Ostteil. Großer Jubel über kleine Freuden. Einfach nur schauen. Kaffee trinken und wieder zurückkommen. Wohin gehen Sie jetzt? Bei der Bekannte rüber. Einen Tag sagen. Komm, komm. Einfach nur gucken und glücklich sein. Ja, du. Einfach nicht. Viel Spaß. Wir gehen auch wieder zurück, aber wir wollen auch jeden Tag gerne mal rüber gucken. Ja. Das wollen für uns wir mehr nicht. Ein Abendspaziergang. Die Straße, Jang. Toll, dass Sie uns hier alle begrüßen. Jan, schau, wie die zu uns stehen. Herrlich. Wir haben es gerade gehört und sind sofort los. Wir können es noch nicht fassen. Wir können es nicht. Wir können nicht. Wohin gehen Sie hin? Einfach rüber. Wir kommen ja wieder, aber wir wollten eigentlich dabei sein. Wir wollten dabei sein. Verwirrung, Ungläubigkeit, Zuversicht und Glück an der Bornholmer Straße. Wir versuchen nach Ostberlin zu kommen. Ja. Geht das? Wo geht's denn hier lang? Warten Sie auf jemand? Ja, wir warten, aber wir wissen nicht, ob Sie kommen. Aber wir wussten ja nicht, dass wir hier warten können. Das ist total irre. Was ist denn hier los? Wissen Sie was? Ist alles, kann man hin und her? Wissen Sie was? Das wäre doch zu schön. Können Sie was sagen? Keiner weiß, was genau ist. Keiner weiß, was genau ist. Ich finde das fantastisch. Dass sich die Leute hier treffen, was Schönes gibt es nicht. Das muss alles weg hier. Alles. Die Leute sollen hin und her gehen, dann ist es gut. Mensch, fantastisch. Erstaunen der Besucher und Dank an die BVG. Ja, die Bornholmer Brücke kann wieder bedient werden mit den Autobussen. Dank für Auskunftsfreude, Hilfsbereitschaft und die schnelle Reaktion der Berliner Verkehrsbetriebe. Die Bus-, U- und S-Bahn-Linien verstärkten und zum Teil die ganze Nacht durchfahren ließen. Von solcher Flexibilität könnten wir uns was abgucken, war zu hören. Eine Stunde haben wir diskutiert, ehe wir losgegangen sind, weil wir es einfach nicht fassen konnten. Wir haben gesagt, das stimmt doch nicht. Das wir waren halb eine Ente. Wir haben gesagt, eine Rias-Ente. Haben wir uns hier rübergelassen. Wir freuen uns so wahnsinnig, ja, dass es endlich klappt. Ja. Hoffentlich bleibt es doch so. Das bleibt. Dafür sorgen wir. Wir sind das Volk. Die allermeisten hatten bei ihrem spontanen Ausflug nur ein Ziel mit der U-Bahn zum Kurfürstendamm. Ich wollte Ihre Fahrtausweise sehen. Im Namen der BVG West, herzlich willkommen in West-Berlin. Glitzerwelt zum Schnuppern. Die Szene erinnerte ans Kino. Einmal Kudamm und zurück. Ich gehe auf jeden Fall zurück, weil ich an dieses Land glaube. Und ich will es einfach bloß sehen, diese wunderbare Stimmung hier und diese Stadt, die ich all die Jahre vermisst habe, glaube ich. Die ganze Demütigung der Jahre, alles ist vorbei. Wir haben unsere Würde wiedergefunden. Die größte Wandzeitung der Welt blieb eine Reaktion auf das Jahrhundertereignis schuldig. Berlins größtes Boulevardblatt dagegen beschwor den Glanz vergangener Zeiten. Wiedergeburt einer Metropole für eine Nacht. Vorerst. Auf der Straße verschlug's manchem die Sprache. Mienen und Gesten indes genügten zur Verständigung.
Lastwagen mit passender Beschriftung wurden auf der Kreuzung vom Kranzler zur allgemeinen Belustigung spazieren gefahren. Also wurden wir auch sehr von den ganzen Westdeutschen also begrüßt, war wirklich traumhaft, mit Kerzen, Sekt und Umarmung und Küsse, war wirklich ganz traumhaft. Und sind hierher gefahren mit Auto. Ganz toll, ja. Wir haben uns ja noch Jelte hier und so, ja, war total süß gewesen. Ein Urteil, das auch die Polizisten einschloss, die das Chaos in der City ordneten, soweit überhaupt möglich. Die Frage nach dem Held des Tages fand eine etwas überraschende Antwort. Da steht er, das ist nicht der 9. Oktober. Der ist unnormal. Derjenige war das gewesen. Bobby! Nur selten dagegen Lob für Krenz oder Modrow. Berlin in der Nacht vom 9. zum 10. November im Glückstaumel. Vergessen Begrenzungen und Vorschriften bei fast allen. Waren Sie denn auch drüben oder konnten Sie nicht? Hier meinen Dienst versehen. Ich muss doch aufpassen, dass alles in geordneten Bahnen läuft. 1500 Besucher blieben im Westteil der Stadt. Die allermeisten kehrten zurück. Mit Realitätssinn und neuer Hoffnung. Ich bin das letzte Mal 61 über diese Brücke gegangen. Also ist irre. Ich habe hier in der Bornholmer mal gewohnt. Das ist Wahnsinn. Das ist unvorstellbar. Wird sich natürlich alles widerlegen. Aber im Moment ist es herrlich. Also nur gucken und ich gehe jetzt wieder arbeiten erstmal. Kann ja nicht alles jetzt fallen lassen. Tschüss. 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 Wir gehen auch jetzt. Hurra, die DDR-Bürger sind wieder da. Yeah. Aber wir kommen ja morgen wieder. Genau, wir kommen wieder. Tja, sie kommen wieder. Noch in 100 Jahren, so hatte es vor einigen Monaten der damalige SED-Chef Honecker prophezeit, werde es die Mauer in Berlin geben. Heute kommentierte die amtliche sowjetische Nachrichtenagentur TASS die Ereignisse so. Die Berliner Mauer existiert faktisch nicht mehr. 28 Jahre lang prägte sie das hässliche Gesicht des DDR-Sozialismus. Ein kurzer Blick zurück auf den 13. August 1961. Es ist ein Ausschnitt aus dem ZDF-Film Die Mauer. Sonntag, 13. August 1961 in Berlin. Seit Mitternacht sind Einheiten der Nationalen Volksarmee, der Volkspolizei und Betriebskampfgruppen dabei, die drei Westsektoren der Stadt hermetisch abzuriegeln. U- und S-Bahn-Verkehr sind eingestellt. Währenddessen spielen sie an der Sektorengrenze dramatische Szenen an. Wie ein Lauffeuer hat sich in Ost-Berlin die Schließung der Grenze herumgesprochen. Wer vorhatte zu fliehen, benutzt die unübersichtliche Lage, um im letzten Augenblick in den Westen zu kommen. Inzwischen hat sich die Stimmung in der Bevölkerung spürbar aufgeladen. Tausende strömen an die Sektorengrenze und machen ihrem Unmut lautstark Luft. Von den westlichen Alliierten ist zu diesem Zeitpunkt nichts zu sehen. Die Sperrung der Sektorengrenze ist bald so perfekt, dass nur noch die Häuser direkt auf der Grenze als Fluchtmöglichkeit bleiben. Menschen riskieren und verlieren ihr Leben beim Sprung in den Westen. Die 73-jährige Ida Siegmann ist das erste Todesopfer bei diesen Fluchtversuchen.